Wir lernen jetzt Anna kennen. Sie ist 3 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Es kommen immer weniger Kinder damit zur Welt, was an den Untersuchungen vor der Geburt liegt, der sogenannten Pränataldiagnostik. Über 90% der Familien entscheiden sich dann nämlich gegen ein Kind, wenn sie hören, dass es mit einer Behinderung zur Welt kommen könnte. Für Eveline und Christian Gevers aus Vreden wäre das niemals in Frage gekommen. Und so bekam das Fotografenpaar vor 3 Jahren die kleine Anna. Anna, schau mal her! Hi! Musst du dich einmal hinstellen, Anna? Ja, super! Ja, klasse! Anna, guck mal! 1, 2, 3! Anna vor der Kamera, dahinter ihre Mama Eveline Gevers, zusammen mit ihren Geschwistern. Die Bilder sollen später im Schaufenster von Gevers Fotogeschäft in Vreden hängen. Also für mich ist es total wichtig, dass man Kinder mit Down-Syndrom zeigt. Man sieht sie viel zu selten und ich finde es wichtig, dass sie einfach als Gesamtheit zu sehen sind in der Familie, mit den Geschwistern. Wichtig sind mir auch einfach nochmal so Beiträge dazu. Ich habe so kleine Informationstäfelchen auch gemacht, dass man aber weiß, woher es kommt, ne? Weil es ist viel Unwissenheit immer noch da. Ne? Als Anna vor 3 Jahren mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, war es im ersten Moment auch für Christian und Eveline Gevers ein Schock. Sie hatten bewusst auf eine Fruchtwasseruntersuchung verzichtet, die genauen Aufschluss über den Gendefekt Trisomie 21 gegeben hätte. Doch schnell erkannten die Eltern, dass mit dem behinderten Kind nicht die ganz große Zerreißprobe für die Familie kam. Ganz im Gegenteil. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, wir sind auch selbstständig. Und da ist sie, so ein Ruhepol für mich auch, wo ich für mich denke, sie erdet mich und dadurch geht es mir oft viel besser. Sie hat immer Spaß, ne? Also sie kommt an, hat immer gute Laune und gibt einem viel. Ne? Sie hat ganz viel Bedürfnis, einen zu umarmen und zu knuddeln und ist ein ganz tolles Kind, muss man sagen. Damit Anna leichter lernt zu sprechen, übt sie regelmäßig die Gebärdensprache. Hey, was ist das? Das Schlüssel. Schlüssel, genau. Das. Verrat, super. Die Dreijährige ist zwar anderen Kindern gegenüber entwicklungsverzögert, hat aber enorme Fortschritte gemacht. Seit Anfang des Jahres kann Anna laufen. Ein Erfolg vor allem der regelmäßigen Reittherapie. Die Schwingungen auf dem Pferderücken ähneln dem menschlichen Gang und stärken die Muskulatur. Durch das Reiten wird die Körperspannung besser aufgebaut. Auf einmal fing das mit dem Lauf noch an. Und was auch da zusammenhängt, ist die sprachliche Entwicklung. Dadurch, dass sie dann laufen konnte, dadurch, dass sie mehr die Körperspannung hatte, haben wir gemerkt, dass auch die sprachliche Entwicklung deutlich besser wurde. All diese positiven Seiten möchten Christian und Eveline Gevers auch nach außen tragen. Deshalb zeigen sie die Fotos von Anna und auch anderen Kindern mit Down-Syndrom im Schaufenster ihres Geschäfts. Es war schon mal so, also als Anna, glaube ich, 11 Monate alt war, hatten wir ein ganz großes Bild von ihrem Fenster. Da kam eine Familie tatsächlich an und sagte halt, die sind schwanger vom Kind mit Down-Syndrom. Und da sagten sie halt, das Foto hat ihnen ganz viel Kraft gegeben und sagten auch, sie hätte so toll darauf gestrahlt. Und daraufhin haben sie gesagt, okay, ne? Echte Mutmacher eben. Professor Dr. Heinrich Greving lernt Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule in Münster und ist zum Thema zu uns gekommen. Guten Abend. Guten Abend, Frau Kuhn. Grüße Sie. Wie wichtig sind solche Mutmacherfamilien, die vorangehen und sagen, unsere Welt, unser Leben ist nicht zusammengebrochen? Die sind sehr wichtig. Also wenn man bedenkt, dass nur 15% aller Familien, die die Diagnose Trisomie 21 Down-Syndrom haben, das Kind überhaupt zur Welt bringen, sind diese Mutmacher ganz, ganz wichtig. Das heißt, die anderen Familien müssen wissen, diese Kinder werden gut begleitet, die werden gut aufwachsen, die können spielen, die dürfen was erleben. Und ich kann diese Kinder einfach spielen kennenlernen. Sie haben es angesprochen, der überwiegende Teil der Familien entscheidet sich dann eben gegen das Kind. Wenn die Familie das während der Schwangerschaft erfährt, wie bewerten Sie diese Zahlen? Die Zahlen sind seit 20 Jahren bestimmt ähnlich und gleich geblieben. Und sie sind sehr schwierig, diese Zahlen. Weil wenn man denkt, dass 85% dieser Familien wirklich das Kind nicht erleben können, keine Erfahrung machen können, keine Chance haben, mit diesen Kindern irgendetwas zu tun, diese Kinder nicht die Chance haben, auf die Welt zu kommen, ist das problematisch. Wir wissen inzwischen aus Untersuchungen, die letzte Untersuchung aus Erlangen, dass die Qualität, die Lebensqualität nach einem Schwangerschaftsabbruch deutlich geringer ist als die Lebensqualität nach der Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung. Also man müsste sich schon Gedanken dazu machen, welche Entscheidung trifft man für
das Kind. Ja, das heißt, da ist eine große Trauer danach? Oder woran liegt das, dass die Lebensqualität dann schlechter ist? Es ist ein Schwangerschaftsabbruch, es ist ein Eingriff in die Physis der Frau, es ist ein Eingriff in ein gemeinsames, vielleicht erhofftes Familienleben, es ist der Abschied von einem erhofften Kind, von einem Kind, was man sich gewünscht hat. Und all das stimmt dann plötzlich nicht mehr und dafür ist eigentlich nichts da. Und die Begleitung dieser Eltern, dieser Familien und das Erleben, dass dieses Kind leben kann, leben darf, sich entwickeln kann, ist, das hat der Film ja gerade sehr deutlich gemacht, sehr, sehr relevant. Also brauche ich diesen Mutmacher. Blicken wir mal weiter. Wir haben jetzt ja ein sehr junges Kind kennengelernt. Ja. 3 Jahre ist Anna mit Trisomie 21. Wie geht es weiter grundsätzlich für Kinder? Da ist ja sehr viel möglich, haben wir gerade gesehen. In der Förderung sehr viele lernen lesen, schreiben, gehen in die Schule natürlich, Inklusion. Gott sei Dank ist das so. Also viele von diesen Kindern werden demnächst hoffentlich auch weiterhin inklusiv beschult, werden in die Regelschulen hineinkommen, werden hoffentlich auch irgendwann eine Ausbildung machen, wobei das System in Deutschland für Ausbildung von Menschen mit Beeinträchtigung problematisch ist. Das nimmt Gott sei Dank zu. Diese Kinder werden hoffentlich auch ambulant begleitet wohnen können, nicht mehr in großen Komplexeinrichtungen wohnen müssen. Und wir wissen inzwischen, wenn das passiert, wenn also diese Prozesse der Unterstützung, der Förderung durch Logopädie, durch Heilpädagogik, durch Sprachheilpädagogik passieren, auch durch die Medizin passieren, dass diese Kinder dann als erwachsene Menschen deutlich weniger anfällig sind für Alzheimer-Erkrankungen. Das heißt, Lernprozesse, die wir als Menschen machen, die Kinder mit Trisomie, die erwachsenen Menschen mit Trisomie machen, wirken sich weiter fort ins Alter auch aus, sodass diese Menschen eben nicht oder zumindest viel, viel später in den Bereich der Demenz hineinkommen. Sie haben gerade so die unterstützenden Möglichkeiten angesprochen. Wie gut ist die Unterstützung und die Begleitung der Familien hier bei uns in der Region? Gut, ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben ein sehr gut ausgebautes Frühfördersystem, wir haben ein sehr gut ausgebautes Wohnsystem. Die Absprachen hier in der Region Münster funktionieren, wie ich finde, tadellos. Einige andere Einrichtungen oder einige andere Städte können sich da bestimmt eine Scheibe von abschneiden. Es gibt eine Regionalkonferenz, die sich für die Weiterentwicklung der Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigungen auseinandersetzt. Die Stadt Münster, vor allem über die Behindertenbeauftragte hier in Münster, wobei ich den Begriff nicht schön finde, also eigentlich auch Beauftragte für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen, agiert sehr, sehr innovativ und insofern haben wir ein relativ gut ausgebautes System. Es kann natürlich immer besser sein, gerade die Wege zwischen Schule und Ausbildung, zwischen Ausbildung, wenn es die denn gibt, und Arbeitswelt, im Moment häufig noch Werkstattarbeit, was ich verändern müsste, beziehungsweise zwischen Elternhaus und Alleinwohnen, diese Übergänge müssen noch intensiver strukturiert werden. Aber sind wir dran. Also insofern bin ich da guter Hoffnung. Wollen wir weiter Mut machen. Ich bedanke mich für Ihren Besuch im Studio, Professor Greving. Danke.